Jo, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge sind wir durch den Galia-Schacht rumgeeiert und jetzt eiern wir im Galia-Schacht rum. Blah. Ja, wir haben hier 8 Plattformen, die wir alle abgehen müssen und die ganzen Wege, die sich hier oben, unten, links und rechts bewegen, zu aktivieren. Ich habe schon wieder gerade das Menü geöffnet, dann wollte ich speichern, aber als ich gespeichert habe, habe ich gemerkt, irgendjemand hat schon wieder einen Titel bekommen. Ich habe keine Ahnung, wer. Ich meine, Sophie, müsste ja eigentlich Sophie gewesen sein, hier, Gerüchte-Freak für ein paar Skits. Deswegen rüste ich mal den aus. Ist einfach so gekommen. Ich wollte speichern gehen. Auf einmal, den. Habe ich gespeichert, habe ich nicht gesehen, was da war. Warum muss es ja schon sein? So, hier haben wir einen roten Kristall auf einem blauen Apparat mitnehmen. Mitnehmen, teuer verkaufen. Geht es ja gar nicht. Ja, ja, kämpfen auch mal gegen irgendwelche Viecher hier. Was? Oh, ich habe nicht 10 SK von Anfang an. Was zum? Wie viel haltet ihr aus? Okay, irgendwie haltet ihr nicht mehr viel aus. Was? Ich hau die ganze Zeit auf die drauf und wie wenig zieht so viel ab im Gegensatz zu Espe. Das ist auch unmenschlich. Okay, mein Espel zieht verdammt viel ab. Ich weiß nicht wieso. Kam einfach so. So, okay, hier mal nichts. Ich kann natürlich überall merken, wo ich schon war und wo was ist, ne? Also hier unten links ist gar nichts mehr zu erledigen. Warte mal, ich habe jetzt den. Welchen Kristall habe ich denn jetzt? Den blauen oder den roten? Ich habe den roten, ne? Also ich muss da hinten hin. Da hinten ist die rote Apparatur, sehe ich gerade. Ist das hier die? Ich hoffe. Nee, also nicht. Warte mal, ja. Ich vergessen denn. Alte Grete. Ey! Hab grad Select gedrückt. Ihr könnt es wagen. Mein Gott. Immer gefällt zu, wenn ich mit dir rede. Verdammt, ich kann keine Vierer zum hinten einsetzen. Oh, Malik. Ja. Ja. Destroy it all. Sag. Eine Schauung an dem Titel, okay. Ja, alte Geräte. These must be the remains of humanoids who worked on the Guardia Shaft. The people of Fodra used humanoids as tools to be thrown away. How sad. Thank you for your hard work, everyone. Huh? These humanoids fulfilled their duty, their mission. It's not sad. You're not thinking of the mutual destruction thing again? No, I'm not. Besides, I want to be with all of you. I know. We all feel the same way, Sophie. Yes, all of us. I concur. As do I. Me too! Ich auch. Okay. Hier gibt's nichts zu erledigen. Wieder auf, von mir fehlen einige Entdeckungen. Sondern einige vorbeigelatscht sein, anscheinend. Nur so ganz nebenbei. So, wir haben den roten Kristall, ne? Ja. So, wir haben einen weißen Kristall. Lass mich nochmal hier hingehen, damit ich das Dingen ja dahin platzieren kann. Weil da müssen wir jetzt nicht mehr hin, ne? Wir haben ja schon den roten aktiviert. Also tun wir den gelben jetzt wieder rein. Ja. Weil da müssen wir ja nicht mehr hin, ne? Das ist unten links. Oben rechts haben wir schon fertig. Ja, hier eigentlich dann auch, ne? Weil da wir müssen ja nichts mehr ändern. Okay. Da ist nur der linke obere. Müssen wir noch. Ist das ein weißer Apparat?
Nein, die kann wie Violetta. Dann gucken wir mal. Ich glaube, der weiße und der schwarze. Ich habe da hinten weiß und schwarz. Ich da, das heißt, die müssen wahrscheinlich die letzten sein. So, da kommen wir nicht. Das ist ein pinker. Das ist ein blauer. Okay. Weiter. Warte mal, ein pinker. Muss ich mal gucken, wo ich den pinken hier. Schauen wir uns erstmal weiter da oben. No escape. Critical Blade. Watch. Nixa. Oh, irgendwie nur den angefangen Spam Engelsflug. Ist eigentlich gar nicht geplant. Aber den ja. Oh. Espel hat immer noch nicht sein Lotsaureole Angriff gemeistert. Also den Meistertitel dafür bekommen. Deswegen man schon sehen kann, wie oft man den verdammten Angriff einsetzen muss hier. So, ich habe immer noch einen weißen Kristall. Rhythmuskern, okay. Ein Ding wartet hier auf jeden Fall noch. Ist ja eigentlich zwei, wenn für jeden Charakter ja eine Waffe rausspringt. Ne? Hier ist eine Truhe mit rotem Bohnenkraut. So, was? Oh, okay. Ne, warte mal, das ist gut. Kann ich den austauschen mit dem pinken? Warte mal, welcher Kristall war da? Schwarze, ne? Ja, warte, falsch. Ich muss den pinken Kristall da einbringen. Der war doch hier, oder? Da ist der pinke Kristall, genau. Wo war jetzt der pinke Apparat nochmal? Der war doch hier, ne? Ja, warte mal, konnte ich ja nicht hin wegen dem blauen Ding. Ja, perfekt. Ja, Violetta daneben. Ja, aber ich habe jetzt einen blauen, ne? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Einfach ausgetauscht. Lass mich mal gucken. Das ist ein schwarzer, ne? Schwarzer Apparat gegen den blauen Kristall austauschen. Da legt ein weißer Kristall auf einen schwarzen Apparat gegen den blauen Kristall austauschen. Lass mal den blauen erstmal. Das war oben links nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da noch war. Aber ich hätte dieses ganze hin und her. Kein schnell verwirren. Ach, das war hier. Das war ganz oben. Warte mal, ich war doch hier noch nicht fertig, oder? War ich jetzt schon ganz fertig? Auf der linken Seite? Einer hat doch noch hier gefehlt. Ja, also. War ich schon ganz unten rechts? Was ist ganz unten rechts? Vielleicht soll ich da erstmal nachgucken. Ne, da war ich doch. Oh, das hat nicht so fiesig. Tun den mal weg. Ich sehen kann, was da unten links noch war. Ich gehe nicht weg, bevor ich nicht alle hier aktiviert habe. So, jetzt ein blauer. Zack. Upsala. Okay, mehr kann ich glaube ich jetzt noch nicht machen. Also, irgendwo muss ich einen Weg geöffnet haben. Lass mal sehen. Da nicht. Weiß und schwarz. Da oben ist auch weiß und schwarz. Hier kann man sich auch teleportieren. Weiß und schwarz. Okay. Muss ja unten irgendwo sein. Mhm. Da haben wir den schwarzen. Den tun wir dann da oben hin. Boah, schwarze Dinge, das macht Sinn, ne?
mit weißen Dingen. Tu man da unten in den meisten. Oh, das ist ja gar nicht okay, Gott sei Dank. Na ja, glaube ich. Bin so 50% sicher. Ja, danke. So, das haben wir auch. Ist schon mal schwarz aktiviert. Können wir gleich überall hin. Ist das nicht toll? Mhm. Und dann weißt du, Ding kommt hier. Ja, jetzt haben wir alles aktiviert. Jetzt haben wir überall hin. Ist das nicht geil? So, da war das nächste Viech. Deswegen gehen wir mal links gucken. Was da noch so ist. Ist auch so ein Ding. Der Rhythmuskern kann hier angebracht. Warte mal, was ist denn rechts? Da war da auch noch so ein Ding, ne? Ich habe doch nicht mehr zwei. Ich habe ein. Okay. Muss ich. Entweder habe ich einen verpasst oder ich muss noch einen finden. Welcher sehe ich irgendwann? Symphonion. Tales of Symphonia. Legendäres Windmonster einer Symphonia-Saga, das einen verfluchten Stab bewacht. Okay, der ist verpasst bald. Was? Der hat seinen verkackten Nova-Zustand aktiviert und hat so viel damit getötet. Wie geht denn das? Haben Sie gesehen, wie geht denn das? Wutsch. Ha. Ho. Oh! Ich hab's den jetzt schon eingesetzt. 302, okay. Wir bestimmt wieder 600, 700 Mal einsetzen, wie jeden anderen Angriff. So, geil. Ich hab L1 gedrückt, hallo? Mal irgendwann vernichten wir irgendwie. Und irgendwie hat er noch voll viel AP. Ach ja, ist ja Wind, oder? Hier geblieben! Der will auf Charia! Auf Melek, okay, auf Melek kannst du gehen, aber nicht auf Charia. Der hat komischerweise den Angriff voll stand. Zack, rundum Schwäche. Das heißt mehr Schaden. Ich bin fast sicher. Ja, schon wieder rundum Schwäche, oder auch nicht. Komm her. Jetzt greift er mich wieder einmal an und ich bin tot. Komm her, Mann. Oh Gott. Hi. Nicht töten, bitte. Nicht Aua machen. Ey, ja, ein Angriff braucht, um uns zu töten. Ein Angriff. Hier geblieben! Gut, hopp, duck, lululu. Mein Gott, der ignoriert mich einfach. Also, war einfach so. Der wird auch irgendwie was bringen. Kannst mir aufhören, alles was ich mag zu töten. Und schau, ich wollte schon sagen, wenn du den Angriff nicht aushältst, warum zum Teufel verrecken wir so schnell? Warte, gleich kann ich mir gar nicht mehr erlauben, so zu sterben. Okay, langsam. Ja, das ist jetzt nicht so geplant. Ja, super, das ist auch nicht so geplant. Malik, wir sind ja voll am Frecken. Nein, nein, Charia, Charia. Aber knapp. Charia.
Was machst du da? Belebt Esper wieder. Der ist irgendwie tot. Danke. Ja, dass wir selbst durch den Angriff hier verrecken. Oh mein Gott, echt? Okay, wir sind tot. Ja, ich glaube, ich muss ja gleich noch mal raus und rein. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich verreck hier. Gibt's ja nicht. Oh mein Gott, echt. Los auf mich, geh auf mich. Nein, Mann. Malik. Boah, ist das ein Sack? Also was? Freck einfach. Mein Gott. Los, Freck, Freck, Freck. Freck. Das gibt's doch einfach nicht. Danke. Oh, Boss. Drachensturm und was weiß ich. Ja. Wir haben einen Stab für Pascal bekommen. Urbos. Ein fluchter Stab, der Angst verursacht. Wirkungsvoll gegen Geister. Die Schlange, die sich selbst verschluckt, sieht man gerade. Geil. So. Ja. In dem Zustand werden wir sowieso nicht gegen den letzten Boss kämpfen. Ganz ehrlich. Noch einmal zum Speicherpunkt, weil dann sind wir geil. Jo. Mein Gott, das war nervig. Warte, ich speichere mal. Weil so kann das ja nicht weitergehen. Alles klar. Nur eine Frage. Wo kommt man hin, wenn man hier sich teleportiert? Fuck. Ach, hier bin ich wieder. Ach ja, von da kam ich ab. Facepalm. Okay, gegen den einen kann ich ja sowieso noch nicht kämpfen, weil ich habe noch keinen Arrhythmus-Kern. Du bist ganz schön provozierend im Weg. Ob ich dich schaffe jetzt mit einem Trank des Lebens? Oh, was? Das sollte ich mir verrecken. Ist einfach Feuer angefallen, die werden wir schon was bringen, ne? Okay, die bisschen ganz Viecher hier sind ja alle optional, deswegen denke ich mal, die sind von Natur aus ein bisschen stärker. Was? Da sieht was gar nichts ab. Oh, die sind alle verbrannt. Gut. So soll es auch sein. Feuer Combo. Oh, 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 der Angriff bringt gar nichts. Lass es. Das ist einfach nur nervig. Ich kann auch spammen, ja. Zack. Jetzt immer den angefallen, der ist stärker. Aber er steht jetzt alle so in einer Linie, er ist perfekt. Aber ich treffe euch so perfekt. Freie Laufen einsetzen, was wir ja sonst nie tun. Bleibt mal alle so schön stehen. Das ist perfekt. Da kann ich euch beide treffen. Zack. Zack. Finde ich schön, wenn dann sowas klappt. Sophie, du kannst es dir nicht leisten zu sterben.
Schau ich mal wieder einer Linie, danke. Mein Gott, bleibt mal alle in einer Linie. Ich würde schon sagen, ist eine im Oberzustand. Spam, 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 Spam. Warum zieht das jetzt ab? Spam, Spam. Oh, okay. Also jetzt hat zwei Elfschubdinger. Oh, hi. Bitte nicht. Okay, machen wir erstmal die Viecher hier fertig. Altwanderer Gora. Ey, das war ein cooler Kombo. Nochmal. Wutig. Erst volle Möhre weghauen und dann verfolgen mit dem Angriff. Jetzt kann ich ja sowieso den Angriff einsetzen. Aua. Obwohl, nicht erst dich kaputt hauen, hallo? Bin ich eigentlich bescheuert? Kommen wir noch mehr von den kleinen Viechern? Das möchte ich nicht. Nein. Aua, Mann. Ich kann doch nicht sterben. Wo kommt ihr überhaupt her? Ich dachte, so Mandragora-Viecher. Spam, erscheinen hier. Spawn, meine ich, nicht Spam. Spawn hier so Gegner. Spam! Wir sind am Verrecken, wenn das so weitergeht. So, kommt. Ich kann es mir nicht mehr leisten, so oft zu verrecken. Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten zu verrecken. Oh Gott, Hilfe. Ja, ist gut. Was? Okay. Warum geht denn das Viech jetzt auf einmal so ab? Na. Los, alle drei in einer Reihe. Komm schon. Und zack. Bah. Lass mal da hinten verrecken. Er wird immer im richtigen Moment ab und zieht nichts ab. Danke. Na toll, jetzt kommt direkt wieder neu. Ah, zieht gar nichts ab. Mein Gott, wie nervig die Boss hier noch werden. Aua. Wutsch. Egon. Ma. Hör auf, den richtigen Moment abzuwehren, Mann. Das geht mir auf den Nerven. Hey, hey, hey. Mein Gott, die Erfahrung. Und die Titel. So, da gucken wir uns nochmal an, was hier passiert. Dann war es da schon wieder, würde ich sagen. What the hell is this thing? Please. Everyone stand strong. We can't let it near the village. You don't understand. What? Who are you? You again. Target acquired. Initiating attack. Why? Why won't you leave me alone? Do you hate me that much?
everyone. What happened? Who did this to you? Oh, looks like my time's up. I knew Cedric would poison me, but I didn't think it would be so soon. I don't want to die. What the? Live on. What? Live on. Okay. Fetzen der Vergangenheit, Teil 3. It just cut off. Sophie, when did that initial battle with Lambda happen? Do you remember? It happened when I first came to this world. And then it appeared with us and Richard in the secret passage 7 years ago. So that monster who attacked us back when we were still kids, that was Lambda? It looked like he was just trying to stay alive. Maybe all he wants is to live. Lambda is close. I feel his presence growing stronger. It's time. Right. Let's find him and finish this once and for all. Lambda was used and betrayed, and his life was threatened. You're only pretending to like me, so you can use me later. It's always the same. People are only nice to me when they want something for themselves. And when I become king someday, those same people will come for me as well. Yes. My uncle tried to poison my father, and as I expected, he did the same to me. He will curse the day he tried to take my life. I will make him pay. So that's why Richard and Lambda came together. Both of them suffered more than anyone should, and they both want revenge. I can't blame Richard. Not after all he's been through. I remember when I lost Sophie, when my father died, when I was banished from Want. What if Lambda had been there with me? What would have happened? If I wasn't lucky enough to have friends that helped me, what would have happened? Ja, was wäre passiert? Du wärst der Bösewicht dieses Spiels und Richard der Held. So läuft das. So, Tränke des Lebens mal 3. Als ob ich nicht nochmal zurückgehe, wenn ich hier raus bin. So, dann bla, mal gucken. Ja. Also so wie ich das mitbekommen habe, war irgendwie Sophie daran schuld, dass Lambda so ein A geworden ist, wie er, boah, mein Gott, dass er so böse geworden ist, weil war es überhaupt irgendein anderer Körper, den er da eingenommen hat, oder war irgendwie so ein manifestierter Körper von was weiß ich, den er da angenommen hat, oder von irgendeinem Monster, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn Sophie nicht aufgetaucht wäre, dann wäre er wahrscheinlich friedlich am Leben gewesen. Egal. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graceseth. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.